Es ging Schlag auf Schlag, das Toreschießen der Eintracht gegen den Achtligisten aus Niederrodenbach. Aber unzufrieden waren die Spieler der Germania trotzdem nicht. Also ich fand das Spiel auf jeden Fall ziemlich gut von uns. Also okay, wir haben 16 Dinger kassiert, aber wir haben stellenweise echt mal schön nach vorne gespielt. Wir hatten ja auch 2, 3 Chancen. Damit hätten wir selbst nie gedacht. Der Trainer hat noch in der Kabine gesagt, wozu erzähle ich euch eigentlich die Offensiv, also unsere Ecken, wie wir stehen sollen. Also damit hat keiner gerechnet. Der Bundesligist war nicht mit einer Rumpfelf aufgetreten, sondern mit allem, was Trainer Schaaf trotz Länderspielpause zur Verfügung hatte. Und so direkt und so nah machen die Spieler dann doch einen imposanten Eindruck. Sehr interessant. Also im Fernsehen sehen die alle ziemlich klein aus, aber in echt sind sie dann doch größer und breiter als erwartet. Ja. Vor allem die Geschwindigkeit des Eintracht-Spiels machte dem Achtligisten immer wieder Probleme. Aber kein Wunder, denn gerade das schnelle Spiel der Adlerträger über die Außen, wie beispielsweise über Stefan Aigner, hat auch schon so manch eine Bundesligamannschaft vor Probleme gestellt. Der Trainer am Ende zufrieden. Also erstmal das, was wir uns vorgenommen haben, gut ins Spiel reinzukommen und möglichst viele Tore zu erzielen, eben auch flott nach vorne zu spielen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht, sowohl als auch. Also wir haben ja einen ganz schönen Wechsel gehabt in der Halbzeit, haben alle zum Spielen gebracht und das haben wir in der ersten Halbzeit wie auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Für die Eintracht-Fans erfreulich, dass auch Konstant Djakpa nach seiner langen Verletzung wieder mit dabei war, auch wenn Thomas Schaaf nicht zu euphorisch ist. Bei Jackie müssen wir ein bisschen langsam machen. Es war jetzt der erste Einsatz nach seiner Verletzung und wir sind froh, dass er jetzt so weit ist und dass er das jetzt so auf die Reihe gekriegt hat. Und müssen jetzt nur schauen, wie es jetzt weitergeht mit ihm, ob irgendwelche Wehwehchen kommen oder ob es eben konstant weitergeht. Trotz 16 Gegentreffer wagte sich der Achtligist auch immer mal wieder nach vorne, auch wenn es natürlich schwer war. Mit Sonny Kittel, Johannes Flum und Slobodan Medojevic haben bei der Eintracht auch Spieler, die sonst nicht so viele Spielanteile bekommen, ihre Einsatzzeiten gehabt und sogar ihre Tore geschossen. Aber das erwartet der Trainer auch von seiner zweiten Garde. Dass wir schon gesehen haben, eben, dass sich alle bemüht haben. Ja, das ist ja immer das Wichtigste, dass man auch ein bisschen was aufzeigen will. Dem einen gelingt das dann eben auch relativ schnell, weil er in gute Positionen kommt. Der andere braucht ein bisschen Anlauf, um dann dabei zu sein. Aber nochmal, bei 16:0 ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen. Die rund 3000 Zuschauer im ausverkauften Waldstadion hatten ihren Spaß und das trotz der 0:16 Niederlage.